erste Bitburger 0,0% Triathlon Bundesliga. Die Saison ist vorbei, 5 Rennen sind im Kasten. Heute das Finale hier auf Rügen vor einer malerischen Kulisse. Und neben mir steht die Frau, die die Saison über wirklich viele tolle Rennen hier absolviert hat in der Bundesliga. Heute nochmal zum Abschluss ein dritter Platz, ein spannendes Rennen. Rachel Klammer, wie war es für dich? Es war sehr toll, aber ein dritter Platz sowas war nicht, was ich gehofft hatte. Aber ja, es ist ihr erstes Interview in Deutsch. Sie macht es gut. Sie macht es gut. Im Interview davor hast du gesagt, natürlich, es geht um den Sieg. Wenn man die Startnummer anhat, möchte man immer gewinnen. Aber es war natürlich heute auch ein enges Rennen. Und Yolanda Annen war schon richtig schnell beim Laufen, oder? Can I answer in English? Yeah, of course. Okay. Well, I need to practice my German a bit more. No, it was a good race. I was a little bit careful because of the grand final next week. I had a bad transition the second one because my feet were really cold and I couldn't get my shoes on. So I saw Andrea and Anna, like Yolanda Anna, so I saw them going for it and I was a bit too far behind. So the gap stayed pretty much the same on the run, but I didn't have enough energy to close it up. And then Anna Haug stayed behind me the whole time. So that was the last one I needed to get rid of on the run. Okay, und aber jetzt das Grand Final nächste Woche ist ja für dich so eine Art Heimspiel. Ist es eine große Sache bei euch zu Hause? Was erwartest du von diesem Rennen in Rotterdam? It's going to be a big race. Again, I wish I could speak German. I'm a little bit too scared. Maybe next year. And it's going to be big. I mean, I heard a lot of people, friends, family will come and watch the race. And I would lie if I say that's not the biggest race for me this year, where I want to have the best performance. Wir drücken dir natürlich die Daumen, dass es ein richtig gutes Rennen wird, ein Heimrennen. Und wir freuen uns auf 2018, wenn du die Fragen dann komplett in Deutsch beantworten kannst. Ja, ich möchte das probieren. Ja, super, vielen Dank und dann ein gutes Rennen nächste Woche in Rotterdam. Danke.